So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Savage Scooters. Heute mal in der Handyversion, weil ich habe die Kamera zwar da hinten liegen, so, aber ohne Speicherkarte ist halt scheiße, ne? Also läuft bei mir, ne? So, heute haben wir auf dem Prüfstand das rote Projekt, also den Neuerwerb von mir, und wir gucken mal, was da so leistungsmäßig bei rauskommt. Ich zeige euch jetzt mal kurz so ein paar Spezifikationen, wie das Ding aufgebaut wurde und was wir da so vorfinden. So, wir haben ja einen ganz traditionellen 200er Motor, typischer SI-Vergaser, Deckel, Wanne, Ansaugbereich. Wir haben eine Standardzündung, wir haben eine Kytronic noch. Wie gesagt, der Motor ist so, wie er jetzt hier existiert, 7-8 Jahre alt. Da war die Kytronic noch das Mittel aller Zündungsfanaten, die ein bisschen variablen Zündzeitpunkt haben wollten. Ich habe festgestellt, dass wir auf diesen Kytronic-Apparaten so 2 PS verlieren und dass die nicht wirklich was taugen. Wir schauen mal, wo der PS-mäßig liegt. Da ist der 210 gefräst vom Jörg Pien drin. Und ich glaube, da ist auspufftechnisch keine Ahnung, was da für ein Auspuff drin ist. Auf jeden Fall eine Box. So, wir gucken mal, was er wirft. Ich kann es euch nicht sagen. Ich schätze mal, also vom Gefühl würde ich sagen, da kommen nicht wirklich ein paar PS bei rum. Wir werden auf jeden Fall im Anschluss dann mal so ein bisschen an den Vergaser rangehen und dann werde ich mal versuchen, den Vergaser ein bisschen zu tunen. Ich werde die Kytronic mal abbauen und den Zündzeitpunkt mal wieder 50 einstellen, damit wir hier mal ein bisschen Leistung ziehen können. Wir gucken mal, wo wir hinlaufen. Furchtbar. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen. Es läuft furchtbar. Der Motor dreht nicht frei raus. Der fällt nicht ins Standgas zurück. Das ist alles eine totale Katastrophe. Also da kannst du nicht wirklich davon sprechen, dass du hier einen ordentlichen Motorlauf hast. Dann haben wir 19 PS. Also, erste Schritte, wir bauen den Vergaser mal um. Wir sorgen mal dafür, dass das Ding mal vernünftig atmen kann und vernünftig Power hat. Dann als nächstes schmeißen wir die scheiß Kytronic runter. Das Ding ist so unnütz wie ein zweites Loch im hinteren Teil des Körpers. Scheiße. Mal gucken, was wir da gerettet kriegen. Und er hat sehr, sehr starke Vibrationen. Also alles in allem denke ich, dass ich den Motor nochmal aufmachen muss. Da gefällt mir was nicht. Ich gucke es mir mal an. Der Klassiker. Was war verbaut? Ich zeige es euch eben. Was war verbaut? Das typische Geraffel. Es war das typische Geraffel verbaut, Luftfilter, Deckel, Ansaugschlauch, Ansaugbereich von 2 Meter Länge und so, ist alles eine Katastrophe.
Vergaser fliegt jetzt raus, er kriegt jetzt eine Savage-Scooter-Kur. Dann bedüsen wir den nochmal neu und dann gucken wir mal, was er macht mit der Zündung und dann bauen wir die Zündung noch um. So, wir haben jetzt alles umgebaut. Ich zeige euch das mal kurz. So, der Vergaser ist jetzt umgebaut, Bedüsung ist angepasst etc. pp. Jetzt ist die Kytronic noch drin. Jetzt machen wir mal einen Schuss und dann gucken wir mal, inwieweit sich die Leistung vielleicht jetzt verändert hat, ob jetzt ein anderes Bild herrscht. Wenn da immer noch nichts passt, dann bauen wir die Kytronic aus und stellen den Zündzeitpunkt auf 19 Grad und dann gucken wir, was dann passiert. Also, nächster Schritt. So, jetzt haben wir mal Vergaser umgebaut und wir haben schon Leistung gefunden. Also wir haben schon Leistung gefunden, der Motor dreht besser oben raus, ist viel freudiger an der Gasabnahme. Was mir noch nicht so gefällt, ist, dass er noch sehr schwerfällig in Standgas zurückfällt. Da habe ich jetzt erstmal noch keine Erklärung für, weil normalerweise müsste er aufgrund des Setups relativ schnell in das Standgas zurückfallen. Das tut er nicht. Er verharrt so ein bisschen in der mittleren Drehzahl. Es könnte sein, dass die Nebendüse noch zu mager ist. Die könnte ich nochmal nachsetzen, aber ich schiebe das so ein bisschen auf die Kytronic. Wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn ich die Kytronic rausschmeiße. Ich zeige euch aber erstmal die Diagramme und sage was dazu.
So, am Diagramm seht ihr, wir haben 19,8 PS zu 21,1 PS. Und wir haben also über die gesamte Bandbreite zugelegt. Wir haben hier oben eine deutlich höhere Peak-Drehzahl in der Leistung. Wir drehen hier hinten mit mehr Saft und mehr Power hinten raus. Alles in allem eine gute Verbesserung. Drehmoment sieht jetzt in der Kurve nicht so stark aus, aber sind 1,1 Newtonmeter über das gesamte Band mehr. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich die Zündung rausschmeiße und wenn ich über einen statischen Zündzeitpunkt gehe.